Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Crystals. Ja, wir sind... Ich habe hier zuletzt gespeichert. Auf dieser Ebene allerdings. Ich möchte nochmal runtergehen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier noch was sein könnte, was wichtig ist. Wollte mir das hier nochmal angucken. I get a strange feeling from this orb. It reminds me of something or someone. Oh, I know. This is the same feeling I got from Paulina. Maybe there's some connection. We should ask her about it. Ach, ich kann mir so schlechten Namen merken. Ich weiß jetzt gar nicht, wer Paulina ist. Okay, ist er tot? Ist... Na, egal. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den eingesammelt habe. Ich guck einfach mal. What an odd work. Okay, die habe ich eingesammelt. Alles gut. Hä? Achso, Kampf. Okay, die gibt's ja auch noch. Null. So. Jetzt frage ich mich gerade. Macht Wasser euch auch sehr viel mehr Schaden? Zwei up and down. So, erfolgreich geblockt, aber trotzdem muss ich mal nicht mal heilen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass gleich ein Kampf gegen Soldaten mal kommt. Na komm. Okay. Muss wahrscheinlich eh hier den Zwischenschritt nochmal machen. So, wenn das vorbei ist, gehen wir dann hoch. So, jetzt wollen wir mal richtig nach oben gehen und gucken, was jetzt hier los ist. Ich frage mich jetzt allerdings, wo es hier weitergeht. Also hier auf jeden Fall nicht. Da ist wieder der Händler. Das heißt, da ist, muss irgendwas passieren. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, guck mal einer an. Da ist eine Kiste. Die nehmen wir mal mit. Spiegel der Vernunft. Ein Ausrüstungsgegenstand wieder. Hm. Okay. Ey, wenn ich die Liste richtig sehe, kommen aber ganz schön viele Charaktere noch dazu. Na komm, was kommt? Oh nein. Mist. Erstmal ihr kleinen Äffchen. Okay, der ist down. Der ist down. Und der ist auch down. Gut. Dann nur der Große. Ah, ist doof, dass der jetzt vergiftet ist. Auch Wilhelm ist besiegt. Wenn die ganze Sache vorbei ist, dann werden wir auf jeden Fall sehr viele Murmeln haben.
Ja. Ich glaube, das war's jetzt für ihn. Ach, doch nicht. Also, so viel länger hält das jetzt aber auch nicht an. So, welchen Weg haben wir? Wir haben hier einen Weg. Oh, bitte Soldaten. Ach, nö. Gut, er ist down. Ach, schade, nur gut. Ein bisschen Erfahrung. Erfahrung ist immer gut. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Habe ich jetzt irgendeinen Weg verpasst anscheinend? Moment. Da komme ich auch nicht weiter. Oh nein! Oh nein! Boah, die kleinen Säue, ey. Mist. Ah, ich muss die Gruppe mal so heilen. Ich geh mal lieber auf vorne mal sicher. So, hier ging es ja nicht weiter. Das heißt, es kann ja nur da weitergehen. Also hier rechts. Ich glaube hier rechts. Ach doch, hier rechts geht's weiter. Okay. Da ist noch eine Kiste. Oh, bitte Soldaten. Immer noch nicht. Ja, dann nützt nichts. Ich muss, jetzt frage ich mich allerdings. Ich frage mich allerdings, ob das was bringt. Okay, jetzt nehmen wir mal die Zeit vor. Ah, schade. Ich habe gehofft, dass ich ihn auch heilen kann, aber anscheinend nicht. Dann muss ich das vielleicht anders machen. Ist ja auch vergiftet, das ist jetzt noch mal besonders doof. Okay, jetzt ist er nicht mehr vergiftet. Da müssen wir ihn so heilen. Fähigkeiten. Crispel, heilen. Ach, nochmal heilen. Ah komm, das reicht. Mehr kriegt er nicht. Noch ein Holzring. Der Holzring bringt gar nichts. Ja, Wasserblase. Ich hab sogar... Boah, die Sau. Warte mal, ach, das wollte ich ja ausprobieren, letzte Folge. Ich mache jetzt mal Analyse. Das heißt, ich habe ihn da dann analysiert. Okay, den habe ich jetzt analysiert. Jetzt frage ich mich nämlich, wenn ich ihn jetzt nächste Mal wiedersehe, ob ich dann auch seine AP oben sehen kann. 111 hatte der.
bin immer gespannt. Esper hat erlernt Segnitas. Das sind Segnitas. Mal gucken. Obwohl der Effekt der Zeitwanderung auf einen einzelnen Ziel gering erscheint, stellt er eine große Belastung für den Magier dar, der ihn anwendet. Jahrelang harte Arbeit. GES. Ich glaube, das soll Geschwindigkeit sein. Was seine Geschwindigkeit reduziert. Das heißt, er würde langsamer angreift, also nicht so oft. Ah, da hinten ist die Maschine, die sieht man. Also, zeig mal das ungefähr. Da ist die Maschine. Ich frage mich jetzt nur, ob jetzt gleich ein Bosskampf kommt. Wenn die nicht so verdammt viel kosten würden. Ja, nee, Heilung brauche ich nicht. Haltverzückung. Ach so. So ein Gegenstand ist das okay. So ein Gegenstand ist es also. Whenever you're in need. Okay. Ich weiß nicht, was der Holzring einbringt. Wenn da gleich Gegner kommen. Oder halt Landboss. Dann. Ja, das reicht erstmal. Oh. Ne, da ist nichts. Hier ist jetzt auch nichts. Jetzt weiß ich nicht, in welchen Abständen das Wasser kommt. Okay, jetzt weiter geht's. Vielleicht schaffe ich auch den nächsten. Ich probier's mal. Ah, geschafft. Okay. So, hier können wir speichern. Chris Bell, what do you want to do? Machen wir das doch mal. So, weiter geht's. Weiter geht es. Ich denke mal, sonst müssen wir hier das Wasser ablassen. Dann machen wir das doch mal. You go around pulling levers without asking first. Well, we did it before and it worked. Besides, I just cleared the path for us to continue. Ja, stimmt wohl. Warum wir sie mal raus? That's not. Was ist das? Everyone, on guard. Was ist das? Ey, ich hol der Anglerfisch hier. Was ist denn verzückt? Ich würde gerne erstmal wissen, was der ist. Jetzt mal Donner ein. Immun. Okay. Ja. Geben wir mal ein bisschen mal Geschwindigkeit. Und jetzt analysieren wir mal das. Und zwar wollen wir das hier alles mal benutzen. Also gegen was? Gegen Donner ist er. Vielleicht auch nur der Körper, dieser Körperteil. Ah, das, sie ist vergiftet jetzt.
Okay, Wasserschaden kriegt sie auf jeden Fall. Echt jetzt? Ach Mann. Auch Schaden jetzt. Ja, dann müssen wir das so machen. So, ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht gleich die Seite wieder wechselt. So, jetzt zerbrechen. Ah, da haben wir direkt alles. Okay. Das ist gut. Also im Alter hat sie auf jeden Fall ja, mehr Verteidigung. Ach, guck mal, da können wir auch dieses, das sehen. Das wusste ich gar nicht. Wenn sie jung ist, hat sie sogar mehr Leben. Krass. Erde macht ihm Schaden. Okay. Also nur der Arm hat eine Schwäche gegen... Ja, okay. Das hat aber eine Verzögerung. Dann mache ich mal nochmal eine Fähigkeit. Also setzen wir mal hier eine Pflanze hin, dass wir uns heilen können. Ja, rauben wir erstmal den. Erstmal diese komische menschliche Figur weg. Ich weiß zwar gar nicht, was das darstellen sollte. So, offensiv. Das habe ich gar nicht gelesen gehabt. Hä, jetzt wollte ich mal gucken. Egal. Nein, das wollte ich nicht. Ganz ruhig jetzt. Ach so, weil da eine Pflanze ist. Okay. Na gut, jetzt analysiert er umsonst, aber egal. So, warte, wir machen jetzt mal ein bisschen Hass auf uns. Ah, ne. So, was können wir denn noch mal? Offensiv. Ah, mal gucken, ob er gegen Gift anfällig ist. Ah, ne, ist immun, okay. So, der Arm ist fast müde. So, das war's mit dem Arm. Jetzt haben wir nur noch diesen komischen Körper da vor uns. Und den setzen wir jetzt mal in die... Ne, setzen wir noch nicht. Wir machen das erstmal so, dass wir ja, den geben wir auch mal Hast. Ich
So, jetzt machen wir das so, dass wir mal nach einer Weile spielst und fängt schon. Okay. Na gut, das was ich eigentlich vorhabe, das bringt jetzt nicht so viel. Ah, der hat noch einiges. Ich meine, der war nicht gegen Donner immun. Ah, doch, war er. Okay. Dann habe ich mich jetzt vertan. Ah, nein. So. Ich habe eine schöne Explosionspflanze ab. Das haben wir erfolgreich verteidigen können. Erstmal eine Portion Heilung. Wasserschaden kriegt der auch jetzt noch ab. So, nochmal. Kleine Explosion. So, der hat ja nicht mehr viel. Das heißt, Crispel macht es jetzt fertig. Sehr schön. Und das war's. Christopher hat Feuerstoß gelernt, okay. It was a trap. And led us right into it. Stupid. How could anyone have suspected something so vile? Crispel is right. That was almost too horrible to imagine. I just can't believe. I'm so sorry. Look at you. The people of St. Clarity need you right now. And you're crying. But Maestro, he's only trying. Don't you know anything? You talk a big game, but you've got a lot to learn about motivating your allies during a crisis. Fine. I accept that. I'm supposed to be a warrior. And I need to act like one. Das ist die richtige Einstellung. I'm glad you're coming to terms with it, but we might have a bigger problem here. The water is rising at an alarming rate. Hang on, I'm thinking. Think harder. Erstmal zurückgehen. Was ist denn da oben? Da oben schweißt jemand das Ding auf. What do we do? Also den Gullideckel. Hang on, everybody. Ah. We're almost there. Audrey? Armando, give me a hand. Ja. Bitte schneller. Das war knapp. Audrey, what are you doing here? Christopher, I have a confession to make. I was the one who built the robot that you disabled. Oh. That machine was awful. Why would you build something like that? It wasn't the way I planned it. Enzo came to me, offering me the kind of opportunity that a creator like me only dreams of. I hope you don't expect us to feel sorry for you. That thing killed some of our fellow workers. No, of course not. Like all of my creations, it was built so that it couldn't possibly harm human beings. But then Enzo made me show him how it worked. And then after I installed it, they never let me near it again. Ja, was für ein Arsch. So Enzo changed its programming?
Yes. From the beginning, he insisted that it needed controls that someone like him could use. What happened after we left? Everyone is gathering at the cathedral. You'll find Enzo there. Well, now we've got a witness. Maybe when the people hear this, we'll finally be able to take action. We'll see you guys at the cathedral. Let's head there. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Achso, wir sind hier. Ja, so sieht er aus, wenn er alt ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. So, ich würde jetzt aber... Kann ich da rein? Okay, ist verschlossen. Ich hoffe, ich kann jetzt einmal nochmal nach unten gehen. Ich glaube, weil weniger... Weil ich würde nämlich ganz gerne... Stimmt, sagt er gleich, dass es nicht geht. Denn ich bin ein Pfennigfuchs. Ich wollte mich nämlich unten einmal heilen. Und würde dadurch halt 250 Murmeln sparen. Die ich ja sonst ausgeben würde. Das ist halt so, dass der Weg halt ein bisschen dahin dauert halt. Was soll man machen? Dann ist es halt so. Ah, guck mal, die Wache steht hier schon gar nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt einmal in das Innen hier reingehen. You look just ja. 50 ja. Come on, komm. So. Beautiful. So, alles geheilt. Schön. Und dann gehen wir jetzt nach oben. Eigentlich kann ich mich jetzt auch schon mal auf dem Weg nach oben schon mal verabschieden, denn wir haben ja schon wieder die Zeit erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet und wir dann Enzo zur Rechenschaft ziehen werden, hoffentlich. Aber bis dahin sage ich das erste Mal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.